Jojo Leute, was geht und herzlich willkommen hier zu dem zweiten Teil von How to, wie starte ich mit YouTube 2016 und wir fangen gleich mal an. Heute soll es ja darum gehen, wie ihr mit Camtasia Studios eure aufgenommenen Sachen rendern könnt und dazu ziehe ich jetzt einfach hier mal diesen Test in Camtasia Studios 8 hinein und ziehe einfach hier unten auf diese Timeline. Dann seht ihr gleich, wird da so eine Welle entstehen, genau solche Ausschläge. Und dann hört man hier eindeutig, jojo, dass ich da meine Begrüßung gemacht habe. Dann drücke ich hier auf dieses Teilen-Symbol, markiere den vorderen Teil des Videos, gehe auf Entfernen. Und dann will ich hier zum Beispiel aufhören, mache hier auch wieder Teilen und entferne das Video mit der Entferntasten. Und jetzt möchte ich vielleicht noch ein Intro davor schneiden. Das geht genauso, es ist auch sehr einfach, ihr zieht einfach euer Intro auch hier oben rein, dann zieht ihr sie unten rein und dann seht ihr schon, es ist nur 1080 mal 720 und dann müsst ihr hier das einfach so groß ziehen, bis es hier so einrastet, sag ich mal. Und dann war es das auch schon, dann schiebt ihr hier noch euer Video hin und jetzt wollt ihr natürlich nicht, dass es so ein ganz einfacher Cut ist, sondern geht einfach mal auf Übergangseffekte, macht ihr zum Beispiel so was Kreisförmiges rein, dann seht ihr schon, jojo Leute, es geht es so im Kreis auf und dann könnt ihr zum Beispiel hier am Ende auch noch eine reinmachen, so ein schwarzes Ausblenden, das schaut, finde ich, auch ganz nice aus. Hier auf dem Kanal, wir zocken heute. Ne, und dann wird es so ausgeblendet. Und wenn ihr noch Musik hinzufügen wollt, das geht auch ganz einfach, geht ihr einfach zum Beispiel bei euch in Musikordner und dann nehme ich hier einfach mal dieses Lied von No Copyright Sounds, ziehe sie drüber, cut es an der Stelle ab, wo es aufhören soll, solltet ihr wissen, wie es geht jetzt. Und dann müsst ihr hier auf Mehr wieder, auf Audio und dann könnt ihr es so runterziehen auf 5%. Und ihr wollt es natürlich nicht da haben, wo euer Intro ist, sondern zieht es einfach wieder vor. Und bis zu dem Cut. Hier macht ihr hinten wieder einen Schnitt. Geht auf Entfernen. Und dann habt ihr euer Video schon geschnitten und jetzt wollt ihr es natürlich noch rendern. Dazu gehen wir auf Produzieren und Weitergeben. Macht Profil hinzufügen. Und hier nehmen wir, das habt ihr alles noch nicht dastehen, ihr nehmt MP4 mit Smart Player bis zu 1080p und dann geht ihr auf Neu. Ich nenne es jetzt einfach mal YouTube, einfach nur YouTube und dann Dateiformat auf MP4, dann auf Weiter. Hier mit Controller produzieren könnt ihr rausnehmen, Größe lasst ihr einfach so, Videovoreinstellung. Hier wird es jetzt wichtig für die Qualität des Videos, denn hier müsst ihr automatisch lassen, 5 Sekunden Grundlinie Audio, also es sollte so voreingestellt sein und bei Qualität. Geht jetzt erstmal auf 69%, das ist, finde ich, die beste Einstellung und bei Bitrate macht ihr volle Kanone auf 20.000. Dann gehen wir noch hier zur Audiokodierung, da wähle ich 448 kbps aus, ist ziemlich ganz gut und dann müsst ihr einfach nur noch auf Weiter, hier auf Fertigstellen, dann auf Schließen und dann euer Profil auswählen, auf Weiter. Hier könnt ihr dann noch auswählen, zum Beispiel soll es hier gespeichert werden, fertigstellen, ja, ich will beschreiben. Also ihr seht, schaut auf jeden Fall ganz nice aus und die Datei ist auch relativ klein, 31,78 MB ist kleiner wie die Ausgangsdatei und ist sogar länger, also ist es relativ gut. Und wenn euch das jetzt weitergeholfen hat, das kleine Tutorial, beziehungsweise wenn es euch gefallen hat, dann lasst einfach mal ein Like oder ein Abo oder schaut beim ersten Teil vorbei. Das seht ihr, wie ihr mit OBS aufnehmen könnt. Und dann sehen wir uns im dritten Teil, wie ihr eure Thumbnails kostenlos machen könnt. Also haut rein, ich bin raus.